Immer wieder passiert es in unserem Leben, dass wir an einer Kreuzung stehen, beruflich oder auch privat. Und nachher ist es so, als wäre, wenn das Leben vor uns eine Entscheidung haben will. Gehen wir links oder gehen wir rechts? Weil eins geht nicht mehr, geradeaus. Weil wir sind jetzt in einer Phase, wo wir 150% geben. Und wir haben das Gefühl, es ist immer noch zu wenig. Wir laugen uns aus, wir machen uns eigentlich hin. Wenn wir so weitermachen, nachher können wir nur verlieren. Und an dieser Kreuzung ist noch die Frage, gehe ich links oder gehe ich rechts? Und dazu muss man sich noch einmal klar werden, was möchte ich überhaupt? Wo will ich denn hin? Da muss man auch also ein Motto vielleicht einmal definieren. Und das Motto könnte sein, wenn man so überlastet ist, wenn man so zu viel gibt von sich, könnte das Motto sein, weniger ist mehr. Wie kann ich mit weniger Aufwand das Gleiche oder mehr Lebensfreude haben? Das könnte ein Motto sein. Und ein Motto ist gar nicht zum Unterschätzen. Ein Motto zieht sich in alle Lebensbereiche. Und wenn mir das einmal so richtig nachher bewusst geworden ist, dass ich sage, okay, weniger ist mehr, nachher passe ich bei ganz vielen Dingen viel besser auf, dass ich sage, okay, muss ich jetzt das so in dieser Größenordnung machen oder geht es ein bisschen weniger? Und wenn ich nachher an dieser Kreuzung mich entscheide, links oder rechts, will ich es so oder so machen, nachher entsteht ein Bewusstsein. Weil ein so weiter gibt es nicht mehr. Es muss eine Veränderung geben. Und diese Kreuzungen sind eigentlich die ganz großen Geschenke in unserem Leben, weil wir biegen jetzt ab. Es kommt eine neue Phase, es kommt eine neue Lebenssituation. Und das ist nur gut. Das ist nie schlecht, das ist immer gut. Es wird immer besser, nie schlechter. Das kann man auch wissen. Es wird immer besser. Und das mitzugestalten, da sind wir natürlich nachher auch aufgefordert. Und das Leben will unsere Mithilfe da haben. Aber an dieser Kreuzung sich bewusst zu sein, in welche Richtung gehe ich jetzt. Da muss man innehalten, da muss man sich rausnehmen aus dem ganzen Stress und aus dem ganzen hektischen Tun und Getue. Da muss man ruhig werden und sich einfach nur Gedanken machen, in welche Richtung soll jetzt mein Leben gehen. Und ich wünsche dir, wenn du an so einer Kreuzung stehst, dass du dich für dich entscheidest. Nicht für die anderen, sondern für dich. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und um den geht's. Und schau auf den. Triff die Entscheidungen an der Kreuzung für dich. Nicht für andere, für dich. Dir muss gut gehen.